Zahlreiche Gratulanten hatten sich auf dem Weg nach Luckenau gemacht. Es war allen ein Bedürfnis, denn das mittelständische Unternehmen ist hier zu einer festen Größe geworden. Die Firma Raab ist heute Marktführer im Bau von Schornstein- und Abgasanlagen. Jedes Jubiläum beginnt mit Gruß- und Dankesworten. Für die Festrede war Rolf Wagenfeld zuständig. Er blickte zurück, sprach aber auch klare und deutliche Worte aus. Was macht die Raab-Gruppe aus? Es ist eine Familiengesellschaft. Auch wenn viele Außenstehende das immer nicht sehen, die Familie hält zusammen. Ganz wichtig, man hat einen kurzen Draht. Sie haben ja gemerkt, Herr Rüers als Mehrheitsgesellschafter, wenn man was braucht, dann nimmt man den Telefonhörer ab und bespricht die Sachen. Das macht eigentlich die Raab-Gruppe aus. Produkte ist immer eine Geschichte, aber du musst einfach auch, wie soll ich mal sagen, die Seele muss auch da sein einer Firma. Dass man sich hier geborgen fühlt. Als Gesellschafter, wie aber auch als Mitarbeiter. Und auch als die Kunden, die müssen wir alle mitnehmen. Es gab aber auch Höhen und Tiefen. Das stimmt. Ja, also, soll ich eher über die Höhen sprechen oder über die Tiefen? Na, ich habe es ja in meiner kurzen Rede gesagt. Dinge haben sich verändert, die Märkte haben sich verschoben. Und am Ende ist Luckenau als Standort übergeblieben. In Neuwied und Maisach ist das Personal abgebaut worden. Dort haben wir praktisch keine Mitarbeiter mehr. Und das muss man eben auch sehen. Das eine ist das lachende Auge und das andere ist das weinende Auge. Und die Entscheidung muss man dann treffen. Nun ist ja dann die Entscheidung gefallen mit Luckenau. Und wenn ich hier richtig zugehört habe, war das keine falsche Entscheidung. Nein, das stimmt. Also wir haben hier die Fläche, um uns auszubreiten. Ich habe ja gesagt, wir wollen hier investieren. Und das einzige Manko ist, aber das ist leider auch in anderen Bundesländern so, man bekommt halt sehr schwer Personal. Und das ist natürlich jetzt mal standortunabhängig, wo kriege ich es her, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, Sie hatten ja auch ein paar Punkte angesprochen, was man erstmal schaffen muss, um überhaupt Personal zu kriegen. Nun ist er ja hier am Standort und hat einen Hut auf. Wie viel Spaß macht es hier? Also mir macht es sehr viel Spaß. Ich will nicht sagen Workaholic, aber ich habe von Kindesbein an immer meine Eltern beobachtet, bin durch die geprägt worden und die haben mir immer mitgegeben, wenn du tust, was du liebst, dann musst du auch nicht arbeiten. Insofern empfinde ich das auch nicht als Arbeit, sondern als Aufgabe, an der ich als Mensch wachse, an der meine Kinder und meine Familie wächst, als auch dieser Standort, meine Kollegen, meine Vorgesetzten. Insofern ist das für mich super und hier ist so viel Potenzial auf der einen Seite und so viel zu tun auf der anderen Seite, dass man auch sein Persönliches hier einbringen kann und darin aufgehen kann. Man kann stolz auf die Firma sein. Auf jeden Fall. Also wie der Rolf Wagenfeld gerade gesagt hat, ich bin nicht nur stolz auf die Firma als Bauwerk, sondern auf die Besitzer, Gesellschafter, die Menschen, die hier sind, weil ich glaube, es geht um Gemeinschaft. Das ist das, was heutzutage zwar nicht im Trend ist, aber wo eigentlich alle Menschen, ja, wir sind Menschen, die zusammen sein wollen, die zusammen leben wollen, die Kompromisse treffen wollen, die sich entwickeln wollen. Und das geht nicht so, wie man heute vielleicht denkt, in Social Media und vor irgendwelchen Endgeräten, sondern das geht hier in Präsenz, das geht hier am Standort und das geht hier mit allen zusammen. Und wenn ich dann einen Telefonhörer nur in die Hand nehmen muss, um an der Mehrheitsgesellschaft anzurufen, dann ist das für mich ja quick and easy. Die Firma bringt sich aber auch ein, wir haben es ja vorhin gerade gehört, Glückstour. Sie unterstützen auch in dieser Hinsicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Ralf Heilbruck, der Kopf des Ganzen ist, irgendwann vor vielen Jahren kennengelernt und da hat er mir so mit so viel Engagement die ganze Sache erklärt, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre mit und ich muss auch mal kennenlernen. Wir können jeden Tag irgendwas spenden, aber für mich ist wichtig, was steckt dahinter? Nicht die Menschen oder die
diese Probleme. Und das hat mir sehr imponiert, wie er das angeht, aber auch die anderen Kollegen Schornsteinfeger, die das dann auch mit umgesetzt haben. Eine wirklich tolle Gemeinschaft, die da haben, aber sie müssen das einfach mal erlebt haben. Man kann es nicht immer alles beschreiben. Wie schon erwähnt, das Unternehmen unterstützt auch soziale Projekte, wie zum Beispiel das Engagement der Schornsteinfeger mit ihrer Glückstour. Ja, jetzt habe ich jemand, der den Hut auf hat, nicht in der Firma Raab und der Raab-Gruppe, sondern bei der Glückstour. Aber Ihnen war das heute wichtig, hier zu sein. Ja, absolut. Mein Name ist Ralf Heilbruck und ich bin der Initiator von der Glückstour. Und die Firma Raab unterstützt uns schon seit Jahren. Und wenn wir diese Unterstützung nicht hätten, könnten wir viele Familien halt nicht so unterstützen, wie wir es zurzeit gerade tun. Wann startet ihr denn jetzt wieder? Wir starten jetzt gleich am Frohen Leichnam in Freilassing. Und Ziel ist Bonn. Wir fahren immer jedes Jahr im Schnitt 1000 Kilometer und übergeben an vielen Institutionen. In diesem Jahr alleine sind es mehr als 58, je 3000 Euro. Und das ist schon sehr viel Geld. Wir machen diese Institutionen bekannt, wir laden die ein und das wird halt auch immer größer und immer mehr. Und dadurch wird das auch der Öffentlichkeit vorgestellt und dadurch kriegen auch diese Institutionen dann die Förderung dann vor Ort von den jeweiligen Mitmenschen. Kommt ihr denn hier in der Region wieder vorbei oder sind wir diesmal ausgespart? Nein, diesmal seid ihr nicht. Ihr seid nie ausgespart, weil wenn jemand hier Probleme hat, jederzeit können die sich an uns wenden. Dann wird auch hier jederzeit unterstützt. Die Frage ist außen vor. Aber in diesem Jahr kommen wir mal hier nicht vorbei. In diesem Jahr sind wir nochmal aus Freilassing, das ist bei Salzburg und Ziel ist halt Bonn. Und eins möchte ich noch sagen, wir haben allein in den letzten 14 Monaten, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, über 630.000 Euro nur unterstützt an Privatfamilien, die selber die Gebäude durch die Krankheit der Kinder sind, wirtschaftlich dadurch sehr eingeschränkt sind und wo Vaterstaat oder unsere Krankenkassen eigentlich noch viel mehr tun müssen. Heute war die Politik ja auch hier ein großes Thema und es wird auch in der Zukunft ein ganz, ganz großes Thema werden, gerade in der Versorgung mit Medizin, mit Medikamenten oder aber auch wie ein Auto, der Mobilität, um diesen Familien helfen zu können. Und wir dürfen nicht aufhören, diesen Familien zu helfen. Es gab in den 125 Jahren Höhen und Tiefen, aber die Raben, wie sie sich selber nennen, haben sie gemeistert. Jetzt geht man das nächste Jubiläum an. In 25 Jahren möchte man hier in Luckenau wieder feiern können.